Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie zum 20. Quality Austria Forum hier nach Salzburg gekommen sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich wieder heute die Ehre habe, mit Ihnen gemeinsam das moderieren zu dürfen. Über 670 Anmeldungen, sehr geehrte Damen und Herren, das nenne ich Schwarmintelligenz. Und ich heiße Sie nochmals aufs Herzlichste willkommen. Unsere Kunden aus allen Bundesländern, aus dem süddeutschen Raum und sogar aus Südtirol sind gekommen. Ja, und die Schlagzeilen zum heutigen Forum, jetzt von jener Frau, die uns fast jeden Abend mit Schlagzeilen aus aller Welt versorgt. Bitte, Frau Zimmermann. The Next Generation. Nicht nur, dass die Umweltmanagement-Norm ISO 14001 heuer 20 Jahre alt wird. Im Dezember 1994 wurde das erste Zertifikat für Philips in Lebring ausgestellt. Die Normen werden auch ständig weiterentwickelt. Die ISO 9001 ist gerade in der vierten Revision, an der Quality Austria Experten auch führend mitarbeiten. Happy Birthday, Quality Austria wird heuer 10. Im Jahr 2004 wurde sie als Dachmarke von ÖQS, ÖVQ, ÖQA und AFQM vorgestellt und seither bietet sie Aus- und Weiterbildung, Personen-, System- und Produktzertifizierung sowie Assessments und Wissenstransfers aus einer Hand. Qualität an der Universität. Die Johannes Kepler Uni in Linz erhält gerade die erste österreichische Stiftungsprofessur für integrierte Qualitätsgestaltung mit Unterstützung des Landes Oberösterreich und der Quality Austria. Es ist die dritte derartige Professur, die im deutschsprachigen Raum eingerichtet wird, die akademische Qualitätsprofis für die Wirtschaft ausbilden wird. Druckfrische Information. Im Februar ist die erste Ausgabe des neuen Fachmagazins Q1 erschienen. Das Medienhaus CIEM bringt nun mehrmals im Jahr in Kooperation mit der Quality Austria das erste österreichische Fachmagazin für Qualitätsmanagement heraus. Und Vorhang auf für die Besten. Am 11. Juni wird der Staatspreis für Unternehmensqualität verliehen. Das Bewerbungsverfahren wurde vereinfacht und noch bis Mitte April können sich interessierte Unternehmen anmelden.